So, Ethernet, so wie wir es heute kennen, wurde, glaube ich, 1984 eingeführt. Und Ethernet ist alles andere als ideal, um Videosignale darüber zu leiten. Warum? Es gibt ein sogenanntes Best Effort Delivery. Das heißt, die Daten werden ankommen, aber frag mich bitte nicht wann. Wenn viel los ist auf dem Netzwerk, kommen sie etwas später an. Wenn nichts los ist auf dem Netzwerk, kommen sie ein bisschen früher an. Ist für eine synchronisierte Live-Umgebung ganz schlecht. Non-Deterministic, das heißt, Ethernet ist sehr schwierig zu planen und folgt in der Regel auch keinen festen Regeln in Bezug auf Abläufe. Das heißt, ein Ethernet-Paket hat eine Adresse, hat ein paar wenige zusätzliche Informationen, die ausgenutzt werden können, aber in der Regel ist das alles, was ein Ethernet-System kennt. Ich sehe auf der Leitung ein Paket und sehe, wo es hin muss und gebe es weiter. So. Keine Möglichkeit für isochronen Signaltransport. In Ethernet gibt es keine Timeline. Riesenproblem, weil alles, was wir machen, hat irgendeinen Bezug zur Timeline. Irgendwie müssen sie einen Bezug zur Synchronität darstellen. Und Content Awareness. In Ethernet gibt es keine, wir wissen nicht, was das Paket beinhaltet. Das Paket hat eine gewisse Größe, es hat eine Adresse, aber wir wissen nicht, was drin ist. Wir wissen nicht, ob der Inhalt wichtig ist oder nicht wichtig für unser Produktionssystem. Es gibt innerhalb des Ethernet-Protokolls so eine Priorisierung, wo Sie in 5 Stufen Prioritäten verteilen können, aber das ist nicht ausreichend für das, was wir machen wollen. Deswegen müssen Sie wissen, was steht in dem Paket drin, ist das für mein Produktionssystem relevant oder nicht. So, und um genau diese Lücken zu füllen, genau diese Problematik anzugehen, dafür setzen wir AVB ein. Und zwar, das Erste, was wir brauchen, ist eine Bandbreitenreservierung. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir zwischen zwei Endpunkten ausreichend Bandbreite haben und das über Zeit. Wenn wir eine Produktion fahren, die 6 Stunden dauert und das Kamerasignal soll 6 Stunden lang live irgendwo im Ü-Wagen ankommen, müssen wir für 6 Stunden lang diese Bandbreite aufrechterhalten. Und dazu gibt es Technologien, die schauen wir uns später an. Wir müssen den Verkehr auf dem Netzwerk beeinflussen. Wir müssen sagen, ob ein Signal links rum oder rechts rum geleitet werden muss, je nachdem, was auf dem anderen Bereich passiert. Also wir müssen eine Möglichkeit haben, in den Verkehr, in den Ethernet-Verkehr einzugreifen, darüber hinaus, was die Ethernet-Switches untereinander tun. Wir müssen eine Timing-Ebene reinbringen, anders können wir die Signale nicht synchronisieren. Und wir müssen eine Möglichkeit haben, das ganze Netzwerk zu konfigurieren. So, und genau das macht AVB und das schauen wir uns gleich an. Bevor wir das tun, gucken wir uns zuerst mal noch 4 Fachtermini an. Und zwar in der Terminologie von AVB gibt es einen Stream. Stream kann ein Signal, ist ein Signalstrom, der kann ein oder mehrere Kanäle Video oder Audio beinhalten. Also wenn jemand von einem Stream spricht, dann ist noch nicht definiert, wie viel Content in diesem Kanal oder in diesem Stream beinhaltet ist. Es gibt einen Talker, daran sieht man, die Audioleute waren da schon ein bisschen schneller gewesen als die Videoleute. Die haben damals bei der Definition der Begriffe stark mitgearbeitet. Also ein Talker ist jemand, der ein Signal abgibt, eine Quelle. Und analog dazu gibt es einen Listener. Das ist eine Einheit, die ein Signal aufnimmt. Und es gibt einen Controller. Also Talker, klassischer Talker ist eine Kamera. Klassischer Listener wäre ein Monitor und ein Switcher oder ein Verteiler oder sowas. Das wäre beides, wäre ein Talker und gleichzeitig ein Listener. Der Controller ist eine Einheit, die oben drüber sitzt, die das ganze System managt, konfiguriert, managt, überwacht und die Bandbreiten verwaltet. Das sehen wir uns auch gleich an. So, wo kommt Audio-Video-Bridging her, AVB? Entwickelt und spezifiziert worden ist es von IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Und da speziell die Audio-Video-Bridging-Task-Group des Standardkomitees, des 802.1 Standardkomitees. Das heißt, die gleichen Leute, die vor 30 Jahren Ethernet spezifiziert haben, haben jetzt auch AVB spezifiziert. AVB ist nichts anderes als eine Protokollerweiterung für einen existierenden Ethernet-Standard. Also, ich habe ja eben gesagt, 1984 wurde Ethernet eingeführt in den Markt. Die Tatsache, dass wir heute Ethernet noch genau so verwenden können wie damals, 1984, bedeutet, wir mussten jedes Jahr immer wieder weitere Protokollerweiterungen einführen in den Ethernet-Standard, sodass die neuen,
die aktualisierten Bedürfnisse dort abgebildet werden konnten. Und AVB ist nichts anderes als eine dieser Erweiterungen. Es ist eine sehr große und sehr komplexe Erweiterung, aber es ist eine Erweiterung zu einem existierenden Standard. Und deswegen kann man das auch an der Begrifflichkeit sehen. Also 802.1 hat den gleichen Herkunftsname wie damals der ganz normale Ethernet-Standard. 2013 wurde ein neuer Begriff eingeführt, und zwar Time-Sensitive Networks. Time-Sensitive Networks ist im Grunde genommen das gleiche wie AVB, ist nur noch mal in der Spezifizierung etwas genauer. Das heißt, das, was die Automotive-Branche jetzt möchte, sehr, sehr schnelle Netzwerke haben, die noch deutlich weniger Verzögerung haben, wie das, was wir in der Broadcast-Branche brauchen, das wird unter TSN, unter Time-Sensitive Networks jetzt gehandelt. Da reden wir über Verzögerungen nicht mehr im Millisekundenbereich, sondern sind wir im Nanosekundenbereich. Und nur falls Ihnen der Begriff TSN irgendwann mal vorkommt. So, und der Hauptzweck des Komitees, der Audio-Video-Bridging Task Group, war to provide the specifications that will allow time-synchronized low-latency streaming services through IEEE 802 Networks. Also da sind zwei ganz wichtige Begriffe drin, low-latency und time-synchronized. Und genau darum geht es. Und das gucken wir uns jetzt weiter an. Und das sind die Protokollerweiterungen, die ich eben erwähnt habe. Nämlich AS, das ist Timing und Synchronization, QAT, das ist das Stream Reservation Protokoll, und QAV, das ist Forwarding and Queuing für die einzelnen Signalströme. So, AS, damit fangen wir an. AVB garantiert ein absolutes Timing aller AVB-Nodes. Wie funktioniert das? Es gibt einen Zeitstempel. Jedes einzelne Paket hat einen Zeitstempel. Und dieser Zeitstempel definiert eine sogenannte Presentation Time. Das bedeutet, der Zeitstempel definiert den Zeitpunkt, wann dieses Signal das Ethernet-Netzwerk wieder zu verlassen hat. Im Gegensatz dazu gibt es die Transmission Time, das heißt ein Zeitstempel, wann das Signal entstanden ist. Warum das so wichtig ist, werden wir später sehen, wenn wir den Vergleich zu S2022 machen. Also der Zeitstempel beinhaltet die Presentation Time, sagt, wann das Paket wieder aus dem Ethernet-System auszutreten hat. Dieser Zeitstempel basiert auf einem EPOCH-Referenzsignal, ist auch spezifiziert durch IEEE. Und seit dem 1. Januar 1970 werden dort 25 Bilder pro Sekunde gezählt. Also das heißt, es ist ein 80-Bit-Word, und es ist ein absolutes Timing-Signal, was dem einzelnen Paket aufgegeben wird. Also Vorteile liegen auf der Hand, es werden keine zusätzlichen Kabel zur Synchronisierung benötigt, keine separaten Referenztaktverteiler, und die Kostenersparnis dadurch liegt auf der Hand. Also das heißt, diese 10 Racks, die wir uns am Anfang betrachtet haben in dieser Neuinstallation, die werden hiermit zum größten Teil hinfällig. So, wie funktioniert das jetzt? Wir haben eben gesehen, einer dieser Switches hat die Aufgabe des Referenztaktmasters bekommen. Den sehen wir hier oben. Hier oben befindet sich der Master. Und dieses System weiß, wie groß die Verzögerung ist eines Signals zum weitesten, entferntesten Endpunkt. Das heißt, wenn man sich jetzt ein Netzwerk vorstellt, was aus maximal 7 kaskadierten Switches besteht, das ist die Definition innerhalb von AVB, die kann auch aufgebrochen werden, aber in der grundsätzlichen Definition sind es erstmal 7 kaskadierte Switches, dann weiß der Grand Master, wie lange er braucht, um ein Signal von seinem Port bis zum am entferntesten Port zu bringen. Und dieses Signal darf maximal 2 Millisekunden benötigen. Und es benötigt immer 2 Millisekunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel oben im Grand Master ein Signal eingebe und nehme im benachbarten Port das Signal wieder ab, dauert das genau 2 Millisekunden. Wenn ich hier ein Signal einspeise und nehme am entferntesten Punkt hier unten das Signal wieder ab oder hier, dauert es auch 2 Millisekunden. Und jetzt sehen wir schon, wie wichtig es ist, dass AVB auf die Presentation Time achtet und nicht die Transmission Time verwendet. Nämlich, wenn ich Presentation Time verwende, weiß ich, dass immer das Signal 2 Millisekunden Delay hat, egal was passiert. Und das ist wichtig. Wir sehen nachher noch das Beispiel, was in S2022 an der Stelle passiert. So, wie sieht das jetzt von außen gesehen aus? Ich habe jetzt hier meinen Laptop auf AVB synchronisiert, habe jetzt hier ein AVB-Node rausgemacht, und wenn ich jetzt hier klicke, dann
zählt der Timecode hoch an allen Devices, so wie wir das gewöhnt sind. Wir können ganz normal weiterarbeiten in der normalen Arbeitsumgebung. Das, was da unten drunter stattfindet, soll uns erstmal nicht berühren. Also wir kennen den Timecode, die Signale sind synchronisiert, passt. So, Stream Reservation, QAT, ja, der Anhängsel QAT. Ich habe mal so einen AVB-Stream mal virtuell aufgeschnitten, und um da mal reinzugucken, was da passiert. Jede einzelne Verbindung, also wenn ich zwei Switches habe, die über eine Backbone-Anbindung miteinander verbunden sind, jeder einzelne Stream, der da hinten langläuft, kann sowohl AVB, Layer 2 Verkehr enthalten, als auch üblicher TCP-IP-Traffic, Layer 3. Ich kann als Anwender definieren, wie viel Prozent der verfügbaren Bandbreite auf AVB entfällt und wie viel Prozent der Bandbreite auf TCP-IP-Verkehr entfällt. Per Definition, bei Audio sind das standardmäßig 75% für AVB und 25% für TCP-IP. Dieses Verhältnis kann beliebig angepasst werden. Also das ist einfach nur ein Standard, der je nach Begebenheit dann angepasst werden kann. Also zum Beispiel bei 10-Gig-Systemen wären 25%, 2,5 Gig für Auxiliary Data wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Das würde man wahrscheinlich eher auf 90-10 spezifizieren. Aber was wichtig zu verstehen ist, es ist anpassbar und es bestehen zwei verschiedene Datenströme, die komplett voneinander abgekapselt sind. Hier, wo Audio-Video-Data steht, das ist mein reiner AVB-Verkehr. Das ist Video, Ton und Metadaten nur für AVB. Da kommen hier TCP-IP-Anwendungen nicht dran. Was passiert, wenn diese kleinere Bandbreite hier, wo ich meinen übrigen Traffic drüber schicke, was passiert, wenn da das Netzwerk so langsam voll wird und ich mehr Pakete drüber senden will, als ich Platz habe, dann gibt es halt dort einen Stau an der Stelle. Aber mein AVB, meine Bandbreiten, die ich dort exklusiv vorbereitet habe, die werden davon nicht angepasst. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie so ein Datenstrom aufgebaut wird. Das ist so ein AVB-Netzwerk. Ich habe da mal idealisiert drei Switches dargestellt. Hier an der Seite sind ein paar Kameras, hier auf der Seite befindet sich eine Kamera und hier sind dann so ein paar EVS-Slow-Mo-Server. Und die sollen mit den Kamerasignalen behaftet werden. So, wenn ich jetzt, ich erkläre das mal ganz gerne am Beispiel Ü-Wagen, weil Ü-Wagen ist wirklich so eine abgekapselte Einheit. Da gehen ein paar Kabel zwar natürlich nach draußen, aber es ist eine in sich funktionierende Einheit. Und das ist schön vorstellbar. Wenn das hier ein Ü-Wagen ist, ich schalte den jetzt ein, dann wird der kontrolliert hochgefahren. Und die erste Kamera sagt, ich bin Kamera 1, ich bin hochgefahren, ich arbeite heute in 1080i und habe folgende Parameter. Und dann teilt die das dem kompletten Netzwerk mit, bis das komplette Netzwerk weiß, ah, es gibt einen Stream 1, das ist die Kamera 1 und die heißt irgendwie XYZ. Und jeder Switch und jedes der beteiligten AVB-Geräte, insbesondere der Controller, der oben drüber sitzt, kennt somit die Kamera 1. Das Gleiche wird für alle anderen Signale durchgeführt. Kamera 3 macht ein sogenanntes Advertise und die Kamera 4 hier auf der rechten Seite macht auch ein sogenanntes Advertise. So, und jetzt weiß jeder der beteiligten Switches, jeder der beteiligten Server, welche Signale zur Verfügung stehen. Und der Controller kann jetzt anfangen, Signale auf bestimmte Einheiten zu linken. Und das findet folgendermaßen statt. Was wichtig ist, ich habe hier an der Stelle so eine Art Tankuhr eingebaut, die soll Auskunft darüber geben, wie viel Bandbreite zur Verfügung steht und wie viel Restbandbreite noch dort ist. Damit das leichter zu rechnen ist, habe ich mal angenommen, diese Kameras senden mit 2,5 Gig. Das war jetzt, so eine Kamera gibt es normalerweise nicht am Markt, aber es lässt sich einfach schöner rechnen. So, 2,5 Gig, das heißt, wenn ich 75% für meinen Videostrom zur Verfügung stelle und das ist eine 10-Gig-Anbindung von hier nach da, kann ich genau drei Signale darüber schicken, von hier nach dort. Und jetzt gucken wir, was passiert. Der Listener 1, die EVS-Server, der Slow-Mo-Server, fragt nach einem Signal der Kamera 1. So, das Subscribe-Signal wird an die Kamera 1 gegeben. Das Kamera 1, die AVB-Node, gibt in dem Moment zum ersten Mal Bandbreite ab. Bis jetzt waren das alles Flex, die auf dem Netzwerk gesetzt worden sind und haben keine Bandbreite in Anspruch genommen. Jetzt fließt zum ersten Mal Bandbreite an den ersten Switch, vom ersten Switch zum zweiten Switch und vom zweiten Switch rüber zum Server. So, jetzt sind hier 25% der zur Verfügung stehenden Bandbreite aufgebraucht. Wenn jetzt
der zweite Server hier unten das gleiche Signal subscriben möchte, dann kriegt er das hier von diesem Switch, weil an diesem Switch ist dieses Signal bereits vorrätig. Das heißt, ich muss es nicht ein zweites Mal von hier nach hier bringen, sondern es ist hier bereits vorrätig. Ich greife es mir hier ab, gebe es hier rüber und auch hier an der Stelle in der Verbindung sind jetzt 25% der zur Verfügung stehenden Bandbreite aufgebraucht. So, dieser Server möchte jetzt das Signal S2 hier drüben haben und analog wie eben wird dieses Signal aufgebaut. Wir haben jetzt an der Stelle 50% Bandbreite bereits aufgebraucht und wir haben auch an dieser Stelle bereits 50% aufgebraucht. So, jetzt kommt dieser Server, möchte nochmal zusätzlich das Kamerasignal der 3 haben. Auch das funktioniert noch, weil wir können drei Signale können wir über die zur Verfügung stehende Bandbreite bringen. Und jetzt sieht man schon, jetzt wird hier unsere Tankuhr schon gelb. Das heißt, Achtung, Bandbreite ist aufgebraucht, das war es jetzt an Signalen. Das nächste Signal wird über diese Brücke nicht mehr hinübergeführt werden können. Auch hier das Gleiche. So, wenn jetzt dieser Server nach dem Signal der Kamera 4 fragt, gibt ein Subscribe-Signal an die Kamera 4 ab, dann sagt der Controller, der oben drüber sitzt, nein, diese Subscription kann nicht etabliert werden, weil die Bandbreite steht nicht mehr zur Verfügung. Und das ist ganz wichtig. Diese drei Signale werden damit geschützt. Es wird keine zusätzliche Bandbreite dem System abverlangt, die nicht mehr zur Verfügung steht. Damit ist sichergestellt, dass die bestehenden Signale nicht mehr anfangen zu rucken oder irgendwelche anderen Probleme bekommen.